Hey Leute, was geht ab? Heute gebe ich ein paar Tipps für YouTube-Anfänger. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und los geht's. PicMonkey für eure Thumbnails und für eure Header und alles benutzen. Das ist, ich meine, nicht jeder Mensch kann sich Photoshop leisten und ich meine, für Thumbnails reicht es in erster Linie vollkommen aus, einfach nur ein Bild zu nehmen, in PicMonkey zu machen und eine Schrift drauf zu klatschen. Handy für Voiceovers benutzen. Also ich persönlich mache zwar keine Voiceovers, aber ist die Mehrzahl von Voiceovers? Ja, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine, dass es wird gefilmt und jemand redet über das Gedrehte nochmal rüber. Macht das, ihr braucht dafür kein Mikro, macht das einfach mit eurem Handy. Ladet euch eine Memo-App runter, wenn ihr keine auf dem Handy habt und nehmt das mit eurem Handy auf und macht es dann auf euren Rechner oder macht das über Google Drive, was glaube ich ein bisschen schneller geht und macht es so. Das ist genauso gut wie mit einem normalen Mikro eigentlich. Also ihr müsst zwar am Anfang testen, wie weit ihr mit eurem Mund vom Mikro weg sein müsst, damit das nicht zu laut ist und übersteuert, aber definitiv eine Sache, die ihr euch merken solltet, falls ihr jemals Voice-Overs macht. Vorfilmen. Bitte, 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 bitte filmt vor, wenn ihr regelmäßig Videos bringen wollt. Ich mache ja einmal die Woche Videos. Dreht vor, bitte. Weil es kommt immer wieder mal was dazwischen, auch bei mir. Ich meine, das, was ich hier gerade drehe, ist vorgedreht. Das kommt jetzt erst in 2 Wochen online. Bitte dreht vor. Es ist mir schon so oft passiert, vor einem halben Jahr, dass dann irgendwie, dass ich mir krank geworden bin oder was anderes dazwischen gekommen ist und ich dann nicht rechtzeitig mein Video bis sonntags fertig bekomme. Vor allem, wenn ihr 2-mal die Woche hochladen wollt oder wenn ihr irgendwie Let's Player seid und halt jeden Tag oder jeden 2. Tag was hochladet, bitte produziert vor. Wobei, bei Let's Playern sollte das eigentlich klar sein. Es wäre ein bisschen dumm, wenn ihr es nicht tun würdet. Soundcloud für Musik benutzen. Beste Sache, die ich jemals gemacht habe. Wenn ihr auf Soundcloud etwas in die Suche eingibt, könnt ihr nebenbei den Filtern Commercial Use auswählen. Und die Lieder könnt ihr dann benutzen für eure Videos, sobald ihr... Also ihr müsst halt unten dann den Musiker verlinken und so, aber eigentlich, ja, normalerweise darf man die Musik dann benutzen. Ihr könnt natürlich auch vorsichtigerweise so nachfragen. Ich schreibe oft einfach die Leute nochmal per Mail an, wenn sie eine Mail angegeben haben. Aber meistens ist es okay, dass ihr die Sachen dann benutzt, weil ich meine, sie sind für Commercial Use, also ihr könntet euer Video damit auch monetarisieren. Manchmal ist es leider so, also bei etwas größeren Künstlern schon, ich habe zum Beispiel einmal einen größeren Künstler angeschrieben und der hat zugestimmt, aber der YouTube-Erkennen-Mechanismus hat es trotzdem für mich, also hat es geclaimed. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen schlimmen Claim habe, aber ich verdiene kein Geld an dem Video zum Beispiel. Also da auch aufpassen, ladet am besten schon mal früher hoch das Video, wenn ihr es fertig habt mit so einem Lied. Weil falls ihr es dann nicht nutzen könnt, um es zu monetarisieren, ja, also wenn ihr monetarisieren wollt, achtet bitte da drauf. SEO, ja, Suchmaschinenoptimierung. Ich weiß gerade nicht, Search Engine Optimization, genau das war's. Werde ich jetzt nicht erklären, ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich kann auch gerne mal ein extra Video dazu machen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr ein Video dazu wollt, weil das ist ein großes Ding. Ich kann gerne so mal ein Video machen, wo so Suchmaschinenoptimierung für Blogs und Suchmaschinenoptimierung, was ein Wort, für YouTube, weil bei YouTube ist es ein bisschen einfacher. Aber immer noch machen viele das nicht richtig. Der Font für Schriftarten benutzen. Bitte, macht das. Das ist die beste Seite, die existiert. Not sponsored. Ich benutze die Seite einfach nur ziemlich gerne. Die haben irgendwie, keine Ahnung, locker Zehntausende von Schriftarten. Achtet aber, wenn ihr die Schriftarten im Video benutzt und ihr das im Video monetarisiert, bitte darauf, dass da nebendran steht 100% free oder dass man es für Commercial Use benutzen darf. Oder ihr schreibt, also manche davon haben ihre E-Mail-Adresse dann mit dabei, dass ihr die anschreibt und fragt, ob das geht.
Das geht natürlich auch, habe ich zwar noch nie gemacht, weil ich meine Fonts gekauft habe von einer Schriftartenmacherin. aber ja, ihr könnt natürlich auch Schriftarten, also die Lizenzen für Schriftarten auch kaufen. Aber das würde ich am Anfang nicht machen. Plant grob den Inhalt eures Videos. Man merkt vielleicht bei meinen Videos, dass ich öfter mal runtergucke. Das ist, weil ich mir alles in ein wunderschönes Notizbuch schreibe. Geht natürlich auch auf dem Handy, mache ich auch ab und zu. Aber bitte, bitte plant grob den Inhalt des Videos. Wenn es so Videos sind wie das, was ich hier gerade mache, schreibt euch bitte auch auf, was ihr sagen wollt zu den einzelnen Sachen. Weil alles, also das würde sonst irgendwie total durcheinander werden, glaubt mir. Ich habe schon einige dieser Videos gesehen, die so komplett ungeplant waren und sowas guckt man einfach nicht gerne an. Plant die Videos für einen Monat voraus. Also ihr müsst sie nicht für einen Monat vordrehen, aber plant sie am besten einfach voraus. Also ich schreibe mir immer für den kompletten Monat die Videos, die ich online stellen will, auf und plane dann ein, wann ich sie drehe und wann ich sie schneide und sowas halt. Also wenn ihr wirklich regelmäßig hochladen wollt, und das ist, sollte man tun, wenn man wachsen möchte auf YouTube, dann plant bitte vor, weil wenn ihr dann irgendwie eine Woche vorher nicht wisst, was ihr dreht, ist ein bisschen doof. Ne? Bitte immer zumindest einen Monat irgendwie vorplanen. Wenn ihr irgendwie dreimal die Woche oder viermal die Woche hochladen wollt, dann reichen auch zwei Wochen vorplanen. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Call to Action. Das sagt eigentlich an sich schon sehr viel aus. wenn ihr ein extra Video dazu wollt, weil das ist ein größeres Thema, als man eigentlich denkt, schreibt es auch in die Kommentare. Call to Action ist sowas wie zum Beispiel Leuten sagen, was sie tun können im Sinne von das Video liken, kommentieren, abonnieren, sowas halt. Also Call to Action macht ja Sinn, ne? Jemandem sagen, was er tun soll oder tun kann. So, ich habe mich damit in letzter Zeit sehr viel beschäftigt. Wenn ihr, wie gesagt, was dazu sehen wollt, Call to Action, schreibt es in die Kommentare. Oh Gott. Never stop learning. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Dass ihr so Videos wie das hier guckt, ist eigentlich schon ein super Schritt in die richtige Richtung. Niemals aufhören zu lernen. Ich gucke immer wieder Videos von Leuten, die mehr können als ich, und lerne halt davon. Oder ich analysiere auch Leute, die ich gerne gucke, so von dem, wie sie ein Video aufbauen zum Beispiel, oder wie oft sie sowas sagen wie subscribe oder so. Also klar, es gibt Leute, bei denen finde ich es echt übertrieben, weil sie echt irgendwie alle zwei Minuten so ein Subscribe-Ding einbauen, aber ja. Never stop learning. Lest euch diese ganzen YouTube-Sachen durch. Es gibt ja etliche, ich glaube, YouTube nennt das Kurse von YouTube, die man sich halt auch durchlesen kann oder durchschauen kann. Das sind manchmal auch Videos. Macht das. Es kommt so doof rüber vielleicht für euch, weil ihr denkt so, ihr könnt alles. Das dachte ich mir auch öfter mal. Und dann lernt man halt trotzdem noch was draus. Allein, was ich über diese ganzen Werbungssachen gelernt habe, auch wenn ich das mit meinen Videos, glaube ich, noch nicht monetarisiert habe. Es kann sein, dass das jetzt mir noch monetarisiert ist, weil ich zu dem Zeitpunkt schon 18 bin. Ich drehe das, während ich noch nicht 18 bin. Aber lernt niemals aus, bitte. Sagt, also denkt niemals, ihr habt ausgelernt. Nicht mal die Leute mit, nicht mal PewDiePie hat ausgelernt. Also, ne, ihr wisst Bescheid. Habt ihr noch einen Tipp, den ich vielleicht vergessen habe, dann schreibt ihn mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und das war's. Tschüss!